Jeden Tag begegnen wir vielen Menschen. Irgendwie schafft es unser Unterbewusstsein, binnen Bruchteilen von Sekunden zu entscheiden, ob uns dabei jemand sympathisch ist. Doch es entscheidet auch noch mehr. Es entscheidet über ein Grundvertrauen dieser uns begegnenden Person gegenüber. Manchmal ist diese Entscheidung so stark, dass wir ihr kaum widerstehen können und sofort das Gefühl haben, mit diesem Menschen durch dick und dünn gehen zu können und zu wollen, ihm oder ihr alles anvertrauen zu können und fast unser Leben in ihre oder seine Hände zu legen. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Nun kommt in uns der Gedanke auf, und wenn das Vertrauen gebrochen oder gar missbraucht wird? Natürlich gibt es auch diese Fälle, und sie sind bitter, verletzend und reißen uns den Boden unter den Füßen weg. Doch wir fallen nie tiefer, als wir selbst es zulassen. Es gibt immer unser Grundvertrauen. Dieses Grundvertrauen ist jenes Vertrauen, welches wir haben, dass eigentlich die Welt gut und die Menschen nett und vernünftig sind. Wir werden oft dazu erzogen, durch Eltern, Schule, Medien, dieses Grundvertrauen in sarkastischer Art und Weise in Zweifel zu ziehen. Doch das ist weder gut noch dienlich. Die Welt ist gut und die Menschen sind liebenswert. Wenn wir uns mit diesem Grundvertrauen offenen begegnen, verschwinden Zweifel, Angst und Misstrauen. Und dann geschieht so manches Wunder. Und am wichtigsten ist, dann können wir wirklich leben.